Ja, Gurke. Gurke ist gesund. Esst mehr Gurke, Leute. World Premiere. I am so proud of you. Noch ein Space Game. Do you know what a birthright is, Peter? Das ist doch. Oh, ein Guardians of the Galaxy Spiel. Oh. Guardians of the Galaxy? Gardeners. No, Rocket. So I let Groot fill out the paperwork. Guardians of the Galaxy. So we got more from my guy. We appear to be 6,963 units short. I know, we clearly need a plan. Wird halt ein sehr geradliniges Story-Spiel sehr wahrscheinlich, das ist ein bisschen schade. Aber irgendwie sieht der Hauptcharakter falsch aus. Hier. Wie heißt der Typ? Star, bla bla bla. Den Gardeners of the Galaxy, Gardener der Galaxie. Aber Gardener der Galaxie kommt auch hin. Let's go. Also sie sehen alle ein bisschen bisschen falsch modelliert aus. Und der ist doch nicht blond. Und Batista sieht auch nicht so aus, als hätten sie die Lizenz nur halb gekauft. Sieht aus, als hätten sie nur die Comic-Lizenz und nicht die Film-Lizenz. Das ist ein bisschen weird. War die Ratte nicht Heiler? Du meinst... Star-Lord, genau. Die Ratte, du meinst die Waschbären. Sind die Gardeners gleich auf Galaxy, nicht die Guardians of Galaxy? Ja, es ist schon gut und alles, aber... License Music has been replaced. Ah, nice. Funktioniert aber trotzdem gut, die Musik. Also es scheint die Marvel Guardians of the Galaxy, es scheint die Comic-Lizenz zu sein und nicht die MCU-Lizenz. Dadurch sehen die Leute halt alles ein bisschen anders aus, würde ich behaupten. For the past few years, we've had the privilege to work on our version of Marvel's Guardians of the Galaxy and reimagine it into a single-player, story-driven, third-person action-adventure game. Ach, war die Ratte nicht heller? Fresh take on the Guardians, and something that's really unique to our game is that you get to be Peter Quill. As Star-Lord, you're constantly genau, Peter Quill war das. Action, as you try to lead this band of misfits. But today I'm really really excited to have all of you. Heiler, war die Ratte nicht Heiler, hab ich gelesen. Oh Mann. Right, let's do this. Ich versuche halt schnell zu lesen. Genau, das ist nämlich das Guardians of the Galaxy, das alte. Ja, das ist nämlich die Comic-Lizenz. Dadurch sehen die ein bisschen anders aus, alle. Was anderes, ist nicht immer das Kino-Ding. We were showing them the design of the characters, how they would look, and they stayed silent. I don't know if it's a minute, but in my wie hieß head, die Frau noch? Oh my god, like they hate it. We realized how die ist auch jetzt grün, die war glaube ich, war die im Film auch grün? Er hat auf jeden Fall eine andere Schminke oder andere Spuren. Und das ist auch eindeutig nicht Batista. Das ist ähnlich, aber es ist nicht Batista. What makes the gameplay experience unique to me? Bis 23 Uhr? Was ist bis 23 Uhr? Du kannst ja gehen, Anna. Du musst ja nicht so lange bleiben. Aber es geht 1 Uhr, ist noch Future Game Show. Ich mache heute echt lange. 23:30 ist PC Gaming und 1 Uhr ist Future Game Show. The decisions you'll make will have light-hearted to hunting repercussions, and the game will react to what you do and say. Okay, es gibt wohl Entscheidungen. It's literally in your contract. I made no such commitment. Future Game Show Mist, ich muss 5:45 Uhr arbeiten. Ich würde sagen, Shio, du machst durch.
Schlaf ist, Sleep is for the weak. Agile on the battlefield. He can slide and over with his jet boots. Of course, he has his elemental blasters that have different powers as well. And on top of all of this, he can use the. Das Kampfsystem sieht unglaublich langsam aus. We're not pirates. We're legally incorporated heroes for hire. Gardeners of the galaxy? What? No. The story is Energy regelt. Ich bin ja wegen des Square Enix hier. Der interessiert mich, glaube ich, nicht wirklich, aber ich muss heute zeitiger schlafen und morgen Schule. Ach so. Es wird nicht bis 23 Uhr gehen. Du hast ja gerade eben gemerkt, wir hatten auch über eine halbe Stunde Zwischenzeit. Wobei, es könnte um die 23 Uhr ist ja schon das nächste Showcase. Ja, vielleicht durch 23 Uhr könnte es sein, ja. Wobei, ich vermute eher, dass es so eine, kurz über eine Stunde geht. Also bis 22:30 würde ich schätzen. That gives us the opportunity to bring in some that are well known, but some that are also not all that well known. What Otto is getting so right about them. Okay, sie ist völlig unabhängig vom Cinematic Universe. Sie machen Comic-Stories und entsprechend auch haben sie wahrscheinlich mehr Freiheit in der Entscheidungsgestaltung und sowas. Das ist eigentlich ganz geil. Und sie haben auch gesagt, sie nehmen andere Charaktere mit rein, die man noch nicht so kennt. Das ist echt cool, dass sie sich unabhängig davon gemacht haben. Ich hätte es blöd gefunden, wenn es wieder ein Spiel zu einem Film ist. Aber sie haben sich sehr unabhängig von dem ganzen Kram gemacht. Energy ist nicht gut, deswegen gibt's mir auch rein. Schwarzen Tee kann ich empfehlen, den habe ich heute getrunken. Lieblings-Energy, ey. Ihr habt ja jetzt die wichtigen Themen. Ich bin auch nicht süß. Doch. Das ist das Hauptmenü. Ja, wow. Oh, du zeigst uns jetzt das Hauptmenü. Units? We appear to be 6,963 units short. We intend to keep our ship, Peter Quill. I know. We clearly need a plan. What about selling Gamora's crap? What? Oh, Gamora! You've been hoarding them stupid knickknacks ever since you first joined us. I mean, don't tell me they ain't worth nothing. Quarantine zone was always... 9 von 10 haben auf Stopp geklickt, safe call. Team's in trouble. Then you can't be bothered to make no... Okay, du kannst dich hier einmischen oder auch nicht. Okay. Das sind aber wahrscheinlich Pseudo-Entscheidungen. I think we should hear our group for once. The only problem with your plan is that Lady Hellbender only buys monsters, and you are not a monster. Groot, are you really offering to... No, he is not offering that, okay? It could work. Sell Groot? I guess we could... Der Waschbär ist irgendwie komisch animiert. Absurd. Zu steif. Lady Hellbender... Und wahrscheinlich, weil sie den nicht motion capturen konnten im Vergleich zu allen anderen. ...is clearly the correct choice. He's cruel, sadistic, and his soul is filthy and filled with rage. I vote we sell Groot. Und der Kleine war nicht nur heller, der war oranger. Hätte ich gedacht. Vote to sell Groot, vote to sell Rocket. Well, Rocket's definitely scarier on the inside. He's unstable and vicious and totally oblivious to the needs of others. Okay, we get it. All right, let's do this. Let's go sell a monster. Muss ich mit dem Waschbett einspringen und der Größe passt, ja. Keine Ahnung, das ist irgendwie eine Zwischensequenz an alle halbwegs realistisch animiert aus, außer der Waschbär, der war irgendwie so steif und zackig. Das sah ein bisschen weird aus. Das ist halt aufgefallen, weil die anderen, glaube ich, so gut animiert waren. Ich trinke selten Energy, I don't know. Es gibt unterschiedliche Sorten von Rockstar und Monster, die mir schmecken. Hauptsache kein Kokos und kein Red Bull. Das kann man mich mit allem befriedigen. Befriedigen hat sie geschrieben. Also mich interessiert halt nicht, was hier gerade für storymäßig abgeht, deswegen... Mich irritiert aber unten der Sand, der wird irgendwie komisch gerendert. Das sieht aus, als würde 3 Meter vor uns erst detailliert werden. Das sieht nicht gut aus. Das ist wahrscheinlich wieder so ein PlayStation 4-Problem, wa?
Haben wir PlayStation 5 entwickelt und auf PlayStation 4 runtergeskaliert für die Leistung. Also vielleicht ist auch wieder YouTube, die hier Bullshit machen, aber das sieht nicht cool aus. Twitch wird aber noch schlimmer sein. Ben Lute! You go into horny jail, punk! Beispielspieler 4K und hat Rendering ausgeschaltet. Stormlord. Also hier hätte ich gerne einen Untertitel gehabt, weil ich höre nicht die ganze Zeit zu. Es sieht ganz nett aus, es ist viel Gelaber während des Laufens. Ist jetzt wenig Gameplay. Es gibt wohl Entscheidungen. Cool. Aber ich muss doch nicht immer auf den rechten springen, ich kann doch auf den linken springen, das ist das gleiche. Ich liebe den Rockstar-Kokos. Und jetzt kämpft man gegen Glibberschleim. Du kämpfst echt gegen Haribo? Okay, und du kannst Fähigkeiten deinen Verbündeten einsetzen. Das Menü ist unglaublich kompliziert. Okay. Das ist ein bisschen Taktik dadurch drin, aber vielmehr als, hey, wir spammen alles drauf und dann passieren Dinge, ist es nicht, oder? Selbst 30 Cent Energie schmeckt besser. But statues suggest civilization, and the only settlement I saw when we were topside was Lady Hellbender's fortress. Dead end. That's just. Es geht wohl Lady Hellbender und irgendwelche Statuen. Ja, das sieht irgendwie aus wie. Okay, er wirft ihn rüber. Also da man jetzt Batista kennt, wie er denn hier den Destroyer spielt, der Teil der Guardians of the Galaxy ist, ist der jetzt ein bisschen. Sieht ja ein bisschen schmal aus, den man hier sieht, finde ich. Und vor allem ist der röter im Kino. Sehr viel röter. Yeet! Yup. Rocket is furious that you let Drax throw him. Fix the bridge and we'll raise your cut by 5%. I want 10. Okay, dear. Ah, du verlierst Geld dadurch. Verlierst Geld dadurch, wenn du da was machst. Bei uns gab's Red Bull for free auf meiner letzten Arbeit, von daher. Fressen die sich? Fressen die Viecher die Glibberviecher oder was? Warum haben die ihre Augen im Maul? Da sehen sie doch gar nichts, das ist doch unsinnig. Dafür, dass es ein Action-System sein soll, sieht sehr langweilig aus, finde ich persönlich. Enemies with a Stagger Bar. Dass man alles anzeigen muss, stackert sie doch einfach, wenn bestimmte Dinge passiert sind. Okay, also die haben anscheinend auch Elementangriffe. Okay, es gibt Combo-Attacken, die dann daraus entstehen, dass du Musik spielst während der Angriffe. I guess. Nett. Cluster Flag Grenade Uproot. Soll nicht Cluster Flag Grenade stehen? Es gibt immer wieder Encounter-Auswertungen. Das macht mich leider gar nicht an. Das rote Ding sieht aus wie ein Play-Button von YouTube. Moment, das rote Ding. Meinst du diese Glibber-Teile? 3D-Glibber-Button von YouTube.
And the only devs taken where you need it. Are you sure about this, Peter? Look at him! You better have one hell of a sales pitch. Show off salesmanship? Change your mind. Ah, du kannst jetzt immer noch sagen, wir sollen doch Groot verkaufen. We should try selling Groot instead. What? This is an affront to democracy. Dass sie so lange das Game zeigen, die werden ja nicht nur drei Trailer oder so haben, wofür die dann dreimal 20 Minuten... Naja, doch, bei... Wo hatten wir das gestern? Bei Ubisoft, die hatten doch gefühlt nur drei Spiele. Ne, bei Ubisoft war das doch so, die hatten relativ wenig. Okay, wir können entscheiden, welche von unseren zwei Leuten wir verkaufen wollen für... Für Geld, damit wir unser Schiff behalten, was ich niemals tun würde. Das ist Bullshit. Also es gibt hier nur dumme Entscheidungen, die wahrscheinlich nur die Auswirkungen haben, mit wem wir als nächstes nicht die Fähigkeiten nutzen können. In der Variante kannst du halt Groot nicht benutzen, kannst Rocket nicht benutzen. Das ist jetzt nichts, was wirklich die Wiederspielbarkeit erhöht, finde ich. Würde ich behaupten. 60 clicks from the fortress. I'd say closer to 75. We got this. Also das muss ich wirklich erst beweisen, dass es cooles Gameplay ist. Die Musik ist ganz nett. Witzigerweise die copyright-free Musik ist ganz nett. Oder die MCA-friendly, besser gesagt. Aber... Wenn ich halt so ein Action-Kampfspiel spiele, spiele ich Warframe. Das ist geiler. Mit Loot. Das hat ein bisschen weniger Humor und ein bisschen weniger Story. Aber das Gameplay ist geiler. Wo ich merke, dass ich hier in Dresden-Neustadt bin. Wird abends wird draußen rumgegrillt oder was? Dresden-Neustadt für dich hier so ein bisschen die Party-Ecke, wo die jungen Studenten wohnen oder wo zumindest die Party-Ecke war. Wo auch die ganzen Kneipen und sowas sind und Shisha-Bars und so ein Kram. Ja, wir sind gerade sehr laut auf der Straße, genau. That you thought you could rob me. Dweller, feast upon them. Das ist wahrscheinlich dann, wenn man versucht, Groot zu befreien. Kommt erst ein Bosskampf. Pre-order now. Remember, kids, no pre-orders.